Hallo zurück im Küchengarten. Wie versprochen gibt's heute den zweiten Teil des Gartenrundgangs im Juli 2024. Gestartet haben wir ja hier unten auf unserem unteren Sitzplatz. Und hier haben wir ja das erste Gartenzimmer mit dem Entenhäuschen und der Zinnbadewanne. Und hier nach hinten geht's in meinen Gemüsegarten. Und wenn wir jetzt hier diese Steinschräge uns anschauen, da geht es hinauf in den oberen Bereich meines Gartens. Und hier ist noch ein zweiter Weg, wo einem ja die Trauben schon ins Gesicht wachsen. Hier habe ich ein kleines Beet bei diesem Fenster, das war früher nur Stein. Und da es südseitig ist, habe ich mir gedacht, ich pflanze jetzt hier Auberginen an. Die kommen so lala. Diese hier vorne ist etwas traurig, die hat die Schnecken erwischt, aber die hier hinten blühen sehr schön und sind auch schön groß gewachsen. Da ist ja so ein kleiner Mauervorsprung drüber, das heißt, die bekommen kein natürliches Wasser. Hier gieße ich dann immer zu. Ja, und hier führt eine kleine Treppe hinauf in den oberen Bereich mit hier unserer Holzlounge, wo wir sehr gerne sitzen. Und hier ist ja dieser Fensterkasten, den ich ja umfunktioniert habe zu einer Wildbienenwand. Ja, dürfen wir aber nicht vergessen, bevor wir weitergehen. Hier in der Ecke ist ja meine Säulennektarine Alice Koll, die mich jedes Jahr mit der Masse an Früchten fasziniert. Sie hat auch dieses Jahr wieder ganz viele dranhängen. Was leider total schade ist, ist, dass sie immer von der Kräuselkrankheit so betroffen ist. Das seht ihr hier an dieser Spitze. Dieser Ast ist ganz ohne Blätter. Da sind sie alle abgefallen. Gott sei Dank ist der Baum so groß. Das heißt, er kann gut standhalten. Aber es ist trotzdem schade. Ja, und wenn wir jetzt hier die Stiege hinaufgehen, ist ja hier so ein kleines Stück Rasen. Und hier, ich zeige euch das mit ein bisschen Abstand. Diese wunderschöne Wildbienenwand mit diesem alten Ast, da gibt es ein Video dazu, verlinke ich euch oben. Die hat sich so schön zusammengewachsen dieses Jahr. Ein Traum. Hier am Fuße ist ja mein Beinwell. Gibt es auch ein Video dazu. Das ist eine herrliche Bienenstaude. Schauen wir uns mal hier diesen Kasten an, was denn da alles so drinnen wächst. Hier habe ich ja, da gibt es ein Short drüber, da habe ich ja so eine Hängeerdbeere gepflanzt. Also drei Pflanzen sind das, die Free Jumper. Die fängt jetzt langsam an, muss ich natürlich immer zugießen. Sie ist ja nur in so einem Balkonkasten drinnen und auch düngen, damit sie die Nährstoffe hat. Hier könnt ihr Oregano sehen, das ist der hier, da hinten Petersilie und Schnittknoblauch. Das kommt hier sehr gut, wird leicht beschattet von dieser Alice Koll. Hier habe ich Duftsalbei für die Bienen und einen Gamander, weil der die Hitze sehr gut vertragen kann. Natürlich diese kleinen Lippenblüten, die der hat, sind für die Bienen auch wunderbar. Ja, und von dieser Wildbienenwand, wenn wir hier rüber schwenken, vorbei an unserem Jacuzzi, wo wir uns bei der Hitze sehr gerne erholen, gibt es das nächste Gartenzimmer mit dort hinten Hochbeet Nummer 1. Und die Enten verlustieren sich hier gerade. Ha, Entis. Hier der kleine Entendümpel. Hier würde es ja runtergehen, da gibt es eine Stiege, die wieder hinunter in meinen Gemüsegarten führt. Schau, da könnt ihr es sehen, das Wasserfass und mein Gewächshaus. So kommt man von allen Seiten gut dran, um sich Gemüse zu ernten und Kräuter. Und hier an der Hauswand habe ich ja vor 2 Jahren auch ein Beet angelegt, der beim Vorbesitzer war das ja immer alles Stein. Die habe ich weggeräumt, die Steine, und frische Erde hineingegeben, um hier meine Tomaten auch zu ziehen, also zusätzlich Tomaten. Ich habe noch ganz viel im Garten Tomaten verteilt, weil hier oben hat es so einen kleinen Vorsprung. Das heißt, es ist etwas regengeschützt und dieser kleine Holzzaun hier,
der reicht schon, um die Laufenden davon abzuhalten, hier hineinzuspringen und die Pflanzen, wenn sie noch ganz klein sind, zu zertrampeln oder aufzufressen. Da habe ich jetzt Buschboden gepflanzt unter den Tomaten. Das ist eine wunderbare Paarung. Die werden den Boden beschatten und wenn man sie später dann oberhalb der Erdoberfläche abschneidet, da bleiben dann ja die Wurzeln im Boden und die Wurzeln sind ja das, was den Stickstoff aus der Luft speichert und durch den Abbau der Wurzeln, durch das Bodenleben, wird dann der Stickstoff für die Pflanzen verfügbar gemacht und wertet den ausgelaugten Boden zusätzlich wieder auf, weil die Tomaten sind ja Starkzehrer, das heißt der Boden hat recht viel hergeben müssen und durch die Wurzeln dieser Bohnen wird das Ganze wieder ein bisschen aufgebessert. Kurz möchte ich euch noch zeigen, hier neben dem Entendümpel steht jetzt meine Zitrone Lunario, die habe ich mir ja Anfang letztes Jahr gekauft. Die habe ich überwintert im Haus, hat gut geklappt. Ihr seht auch, sie treibt jetzt hier überall neu aus und sie hat auch geblüht. Da kommen sogar neue Blüten und hier sind die Blüten schon verblüht. Jetzt hoffe ich, es schaut so aus. Ich glaube, es schaut so aus, als wären die befruchtet worden. Das wäre ja richtig super, wenn ich dieses Jahr wieder neue Früchte kriegen würde. Die brauchen nämlich richtig lange. Also Zitronen brauchen Monate, bis sie von der Blüte bis zur fertigen Frucht, bis sie geerntet werden können. Und diese spezielle Sorte, die Zitrone, die Vierjahreszeiten-Zitrone Lunario, blüht eben über das ganze Jahr hinweg. Das heißt, man könnte auch versetzt über das ganze Jahr hinweg immer wieder Zitronen ernten können. Da möchte ich hinkommen. Hier in der Mitte von diesem Gartenzimmer neben dem Ententümpel seht ihr einen langen, schlanken Baum, den ich auch als Vogelfutterstation benutze. Also da hänge ich immer Meisenknödel auf, die sehr gut angenommen werden. Und das ist eine essbare Eberesche. Ich wollte immer schon mal eine Eberesche im Garten, weil mir die Blätter so gut gefallen. Und das ist eben eine spezielle Züchtung, wo auch die Beeren für uns Menschen genießbar sind. Obwohl ich sie größtenteils für die Vögel hängen lasse. Aber es ist gut zu wissen, ich könnte sie verarbeiten zu Marmelade und Kompott. Und den Baum habe ich vor 2 Jahren gepflanzt und der ist schon richtig schön geworden. Und ich erfreue mich sehr an ihm. Dann schwenken wir noch mal rüber aufs Haus. Hier seht ihr, habe ich auch eine kernlose Traube hängen. Von der haben wir letztes Jahr so wahnsinnig viel geerntet und auch selber Saft gemacht. Die kommt hier neben der Terrasse. Das ist noch ein Stück Erde und da entspringt sie. Hat schon einen richtig schönen, dicken Stamm. Und die habe ich dann hier oben hinaufgeleitet und die wandert hier nach vorne, gibt wunderbar Schatten, dieser kleine Durchgang auf dieses Fenster. Das geht zu unserem Wohnzimmer rein und da habe ich Orchideen stehen. Ich weiß ja nicht, ob ihr das sehen könnt oder nur mich. Doch, man sieht es ein bisschen und das wird herrlich beschattet. Indirekte Helligkeit finde ich super. Und hier ist, wie gesagt, Hochbeet Nummer 1. Das ist schon so alt. Im letzten Jahr habe ich es ja neu verkleidet. Das war das allererste Hochbeet, was wir selbst gebaut haben. Also das ist sicher schon 13 Jahre alt. Hält immer noch super. Aber auch nach 13 Jahren jedes Jahr wieder nachfüllen. Ihr seht, es ist doch wieder recht abgesackt. Das ist mit Hochbeeten ebenso. Und dieses Jahr ist es ein Mischmaschbeet. Da habe ich wirklich verschiedenste Sachen reingehauen, die noch übrig waren. Da habe ich hier zum Beispiel eine Paprikapflanze, die jetzt langsam in die Gänge kommt. Rote Rüben, hier einen Berglauch. Dann hatte ich noch eine Tomate übrig, die habe ich jetzt hier reingestellt. Die wächst hier an einem hohen Stab nach oben. Gibt mir schon die ersten Trauben, wunderbar. Hier natürlich etwas für die Nützlinge, für die Ohrwürmer. Ein kleines Terrakottatöpfchen auf einem Stecken mit Heu unten drinnen. Dazwischen immer wieder Ringelblumen, die wild aufgegangen sind. Es gibt so ein schönes Bild zwischen all dem Gemüse. Leider habe ich auch hier drinnen Schnecken, gegen die ich zwar tapfer kämpfe, aber ich gewinne nicht immer. Das hätte ein Kohlrabi werden sollen, aber ihr seht,
abgenagt, nochmal eine Paprika von mir selbst gezogen, nochmal rote Rüben, eine zweite Tomate, dann hier Gemüsezwiebeln, die in diesem Beet wirklich großartig wachsen. Hier hinten weiß ich nicht, was los ist, da, klar, jetzt ist es einfach heiß, das ist okay, dass die Sachen die Blätter hängen lassen, aber auch sonst wächst es nicht so stark, wie ich es gerne hätte. Das ist hier Mangold und hier rote Rüben. Und zwar eine gelbe, also eine goldene und eine weiße. Das ist die weiße hier. Und die sind hier wirklich schon seit Anfang Mai drinnen. Und da gibt irgendwie nichts Gas. Keine Ahnung. Wild aufgegangen Fenchel. War wahrscheinlich im Kompost. Und das finde ich so herrlich. Stört mich überhaupt nicht. Die Blüte ist traumhaft. Die Insekten lieben sie. Und ich kann es auch als Futterpflanze für unsere Degus verwenden. Mittlerweile ist es jetzt einen Tag später. Ich musste vor einem neuerlichen Wolkenbruch flüchten. Also in dieser Saison ist es wirklich schwierig, ein Video am Stück zu filmen. Aber machen wir weiter mit dem Rundgang. Ich zeige euch mal hier. Das ist ja unsere obere Terrasse. Hier habe ich ein selbst gebautes Entenabhalte, so eine Schwingtür. Also die habe ich eh schon lange. Die habe ich aus drei verschiedenen Brettern gebaut und das lässt sich eben klappen. Aha, hier ist es festgehängt und das lässt sich so aufklappen und dann hier auf der Seite versorgen, falls man mit einer Schubkarre oder so daherkommen muss. Aber schon diese Höhe, also das ist ein halber Meter, schon das reicht, um die Laufenten abzuhalten, dass sie uns nicht hier auf den Sitzplatz springen und alles vollkacken. Hier an der Wand von Hochbeet Nummer 1 habe ich ein paar Kübelpflanzen, eine überwinterte Paprika, da konnten wir jetzt auch schon wieder ernten. Und dieses Jahr habe ich mich ja wieder an Dahlien probiert, kommen ganz gut. Hier war ein bisschen der Schneckendruck. Naja, ich hoffe, ich schaffe noch eine Blüte, ohne dass sie mir alles wegfressen. Hier haben wir von den Vorbesitzern noch einen Steingrill. Hier grillen wir sehr gern mit Holz. Und wenn wir hier rüber schwenken, seht ihr ja das Steinhochbeet, das mein Sohn letztes Jahr als seine Maturaarbeit gebaut hat. Und da habe ich dieses Jahr den Tomatillo-Urwald drinnen. Ein Wahnsinn. Also wenn ich gewusst hätte, dass die so buschig und ausladend werden, hätte ich nicht so viele Pflanzen gesetzt. Also da sind 6 Stück drinnen. Und die Bienen lieben die Blüte. Da hat es unglaublich viele Früchte drinnen. Manche schauen jetzt schon sehr groß aus. Und ich hoffe, da gibt es bald eine Ernte zum Salsa machen. Hier ein Thai-Basilikum, den versuche ich dieses Jahr auch mal zu überwintern. Hier eine Kefir-Limette, die überwintere ich auch regelmäßig im Haus. Sukkulenten liebe ich im Garten, muss man sich gar nicht drum kümmern und machen so eine herzige Dekoration aus. Und hier habe ich ja mein Terrassenhochbeet aus Holz mit Stauraum unten drunter. Und da habe ich jetzt mittlerweile wieder Salat hineingegeben. Das mache ich sehr gerne hier, weil ich hier drinnen keine Schnecken habe. Hier sind noch ein paar Karotten. Eine ganz lustige Geschichte, ein Gyroskraut. Das habe ich letztens im Obi gefunden und ich habe gekostet und gedacht, das schmeckt gut, soll winterhart sein. Und ich liebe es, mit Kräutern in meinen Pfannen zu experimentieren. Und hier Schnittknoblauch, den wir sehr viel brauchen für Pfannen und Dips und Soßen. Deswegen so schön abgeerntet. Hier wieder eine Paprika von Martin. Das ist die Snack-Paprika mit Pfiff. Die hat sich wirklich leider überhaupt nicht erholt. Die war bei ihm ja so von Läusen geplagt. Und ja, lieber Martin, auch ich konnte nichts mehr tun. Sie darf jetzt hier ihren Lebensabend verbringen. Ganz toll ist ja die Chili, die ich hier im Topf habe. Die muss ich euch unbedingt zeigen, weil die hat jetzt schon wirklich sehr schöne Früchte dran. Das ist dieses gute Stück. Und zwar ist das die Chili Bolivian Rainbow. Und schaut euch das jetzt mal an. Also das ist ja fast eine Zierchili.
Die hat jetzt überall so kleine, herzige Früchte dran, in den verschiedensten Farben. Momentan gelb und violett, aber die sollen auch noch rot werden. Und blüht reichlich, ein richtig schöner Busch. Also die versuche ich wirklich zu überwintern und nächstes Jahr wieder zu haben. Die gefällt mir so gut. Und auf dieser Seite im Steinhochbeet ist hier der Schnittlauch, noch eine Tomate und Stangensellerie. Aber der ist irgendwie total überwuchert schon von dieser Tomatillo. Aber er kommt ganz gut, wenn man die Schneckenplage und die Ameisen, die ihn lieben, nicht beachtet. Man muss tatsächlich genügsam und dankbar sein für das, was am Schluss übrig bleibt. Hier ist ja mein Fass mit drei verschiedenen Heidelbeersträuchern. Das steht ja auf Rollen, damit ich das hier immer wieder herumrollen kann. Sie kommen sehr gut. Sie haben auch schon schön Früchte dran. Das ist sind drei späte Sorten, die sich gegenseitig befruchten und im Herbst nochmal Heidelbeeren bringen. Finde ich super. Und hier geht es ja zu New Bedland. Links davon ist ein Projekt, was schon ewig hier steht. Da haben wir ja so einen kleinen Unterstand. Früher haben wir hier Holz gelagert und weil wir so gerne im Sommer hier draußen sitzen und grillen, habe ich mir gedacht, so eine alte kleine Küchenhexe. Aber bis jetzt wird es mehr als Ramschecke verwendet. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, und New Bedland, wie ihr wisst, ist so erstens das Sorgenkind, weil es nordseitig gelegen ist und ewig im Wandel. Hier ist ja unser traumhaftes Hühnerhaus. Da sind wir gerade dran, den Durchgang zum Hühnerauslauf, der hier gegenüber ist, zu bauen. Der muss ja geschützt sein. Wir haben hier Draht drüber gespannt, weil nächste Woche kommen die neuen Hühner. Und da müssen wir natürlich dann diesen neuen Hühnerstall fertig haben, weil die brauchen mehr Platz. Ja, und hier hinten sind ja meine Beete in New Bedland und die habe ich dieses Jahr ein bisschen vernachlässigt. Ich weiß auch nicht, weil es so geregnet hat, hatte ich ja gar nicht und es eh schon Nordseite ist und der Schneckendruck, der war ja vorher hier schon schrecklich und jetzt war es noch exponentiell schlimmer. Naja, aber zum Glück sind überall wild oder es haben sich ausgesamt hier die Stockrosen, das heißt, es war doch noch was fürs Auge. Hier habe ich jetzt noch mal Mangold angepflanzt, weil der kommt eigentlich auch bei halbschattigen Beeten recht gut. Ringelblume, sonst ist das recht nackig hier. Da habe ich einen ewigen Kohl, der hatte dieses Jahr so die Läuse. Schlimm, aber was toll war, ich habe Horden von Spatzen gesehen, die hier auf diesen Kohl geflogen sind, sich da so richtig so durchgearbeitet haben und tatsächlich überall die Läuse abgepickt haben. Also das war ein tolles Schauspiel von meinem Küchenfenster. Das ist das da vorne. Da konnte ich das beobachten und ich habe mich prächtig amüsiert und gefreut. Hier am Ende haben wir ja das Beet. Da gibt es ein Video drüber mit der Ölweide. Schaut mal, wie die schon schön Früchte hier dran hat. Und den diversen Wildstauden, die ich rundherum gepflanzt habe. Und am Fuße von dieser kleinen Stiege ist ja mein, ja, ich weiß gar nicht, wie soll ich es nennen, mein Naturwildbeet, was ich stehen lassen wollte für die Insekten mit der Vogelfutterstation und dem Vogelbad und hier die herrliche wilde Karde. Die durfte ich mir ja letztes Jahr beim Garten-YouTuber-Treffen beim Rigotti ausgraben. Das heißt, das ist eine Rigotti-Karde. Übrigens gibt es das dieses Jahr auch wieder. Und es gibt auch einen Livestream. Zweites Wochenende im August. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Ich überlege mir auch etwas Besonderes für euch. Also dranbleiben und den Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, und diese tollen Beete, mit denen kämpfe ich ja also pausenlos. Wenn es nicht die Ackerwinde ist, dann sind es die Schnecken. Da habe ich noch den Knoblauch drinnen, der natürlich aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse auch nicht besonders gewachsen ist. Unkraut dazwischen, naja, kein so schöner Anblick. Da muss ich unbedingt drüber und das Ganze beleben. Aber ihr habt sicher auch solche Ecken in euren Gärten, die jetzt nicht in vollem Glanz erstrahlen, oder? Ja, kämpfen wir uns hier mal durch den Unkrautdschungel.
Da wollte ich euch noch etwas zeigen, was ich, glaube ich, ein bisschen falsch gemacht habe. Hier drinnen das Hühnergehege. Wir gehen einmal hinein. Na Bibi, pass du brav auf. Da habe ich eine Maulbeere gepflanzt. Schaut euch mal an, wie die gewuchert ist. Die wächst hier durchs Netz durch, hat sogar schon Früchte dran. Oh, herrlich. Mm. Oh, die saftig. Mhm. Oh, mm. Wow. Und die ist ausgezeichnet. Mm. Da hat es noch eine. Jetzt bin ich natürlich voll. Naja, und hier haben wir ja fertiggestellt, die Erweiterung. Das ist so verwachsen und so groß, das geht da 6 Meter nach hinten, dass sie es noch gar nicht geschafft haben, da überhaupt alles kahl zu machen. Hier steht noch ein Marillenbäumchen, kommt auch gut. Und alles ist überdacht, also mit so einem Netz gesichert. Hier haben unsere Hühner ein richtiges Paradies. Und nächste Woche bekommen wir 5 neue. Ja, und du? Du hast die Chance gleich genützt und bist ausgebüxt, ha? Jo, was ist denn mit dir, ha? Mal schauen, ob es da auch was Feines gibt. Das war also der 2. Teil des Gartenrundgangs Juli 2024. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gebt dem Video gerne einen Daumen rauf und hinterlasst mir einen Kommentar. Ich schaue jetzt, dass ich den Hahn einfange, bevor er sich hier auf meiner Bank zu gemütlich macht. Und sie haben schon wieder Regen angesagt. Deswegen bin ich froh, dass ich das jetzt schnell über die Bühne gebracht habe. Ich sage alles Liebe und freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!